Hallo und herzlich willkommen zur Total War Arena mit mir, Gaius Julius Caesar, und wie ihr seht, befinden wir uns in Alpis Graia, und zwar ganz besonders historisch interessant mit unseren Elefanten. Wir werden es jetzt versuchen, unserem Bruder Hannibal gleich zu machen und werden versuchen, mit Hasdrubal hier diesen Pass durch die Alpen zu überqueren und das feindliche Lager zu zerstören. Die Frage ist natürlich, wie wir hier am besten mit Elefanten vorrücken. Ob geradeaus durch die Mitte oder eher über die Flanken. Und ich tatsächlich präferiere gerade irgendwie die Flanke. Weil in der Mitte könnten wir in einen Hinterhalt geraten. Ich würde versuchen, hier entlang zu laufen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Mal schauen, ob mein Team mir noch irgendwie andere Hinweise gibt, ob ich mich umstellen soll. Aber ich versuche es jetzt erstmal tatsächlich hier über die linke Flanke. So, und jetzt geht's auch schon gleich los. Hier seht ihr übrigens nochmal, was wir alles dabei haben. Schleuderer, viele Nahkämpfer, ein paar Fernkämpfer, ein paar Reiter. Das Lager des Feindes ein oder löscht ihn aus. Sehr ausgeglichen auf jeden Fall. So, wir holen uns gleich mal die erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Dadurch sollten sie ein bisschen heute schneller sein. Sterben sie, Elefanten. Das bringt uns nicht weiter. Ach, wartet mal, kann man das hier nur ein einziges Mal einsetzen? Nein, es hat doch einfach nur eine Abklingzeit und dann geht's wieder besser, oder? 10 Sekunden hält das auf jeden Fall an. Elefanten. Also ich hoffe doch, man kann das mehr als einmal ansetzen. Sonst haben wir es tatsächlich Elefanten. Jetzt verschwendet. Da habe ich schon Fernkämpfer gesehen. Aber wir haben ja Kavallerie. Die könnte auf die Fernkämpfer draufgehen. Dann können wir jetzt nämlich hier entlang laufen. Ja, und dann scheint es das tatsächlich doch nur einmal nutzbar. Deswegen sehr ärgerlich. Unsere Feinde haben den ersten oh, Treffer gelandet. Ja, die haben halt hier mittlere Bedrohungen. Das ist nicht so schön. Ob wir vielleicht durchs Gras vorrücken könnten, aber dann können die Bogenschützen auf uns schießen. Oh, und das sind auch feindliche Elefanten tatsächlich. Ich ziehe mich mal hier ins Gras zurück. Gut, das merke ich mir, dass dieser Zahltag doch nur einmal möglich ist. Dann habe ich den jetzt schon verschwendet. Dafür haben wir noch unsere anderen Möglichkeiten. So, die Kavallerie kommt auf jeden Fall hinten ganz gut durch. So, wir werden jetzt hier mal ins hohe Gras gehen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier Sichtweite. Hier ist kein Feind irgendwo. Die könnten aufs Lager zustürmen. Oh, der Elefant backt hier ein bisschen. Oh je. Elefanten. Wir müssen hier schnell weg. Lauf. Wir machen dafür vielleicht auch mal eine Stampede. Ich werde nicht jünger. Und wir versuchen einfach mal hier direkt aufs Lager zu gehen, an den Bogenschützen vorbei, die jetzt hier sind. Weil die Feinde sind hier recht weit verteilt tatsächlich. Wir könnten versuchen, mit einem Elefanten hier ein bisschen für Unordnung zu sorgen. Elefanten. Und zwar mit dem hier. Schnell. Mit den anderen beiden werden wir mal ins Lager vormarschieren. Elefanten. Schauen wir mal, ob das von Erfolg gekrönt ist. So. Hier hinten kommt die Kavallerie. Macht ordentlich Schaden. Ja, die sind jetzt natürlich hier ein bisschen allein gelassen. Die müssen die Stellung irgendwie halten, tatsächlich. Oh, und das sind jetzt Bogenschützen. Elefanten. Das ist gar nicht gut. Da muss die Kavallerie jetzt was machen. Elefanten. So, und wir gehen hier hoch. Und wollen hier rein. So, die anderen Elefanten ist alles gut. Ich dachte, es tobt ein Krieg. So, wir machen hier mal Stampede. Habt ihr profitable Alternativen erwägt? Dann verbessern wir uns. Es wird sich für euch lohnen. Und machen hier einmal Stampfen. Töten! Machen Gebrüll. Halt gehört das feindliche Lager. Hört ihr das? Das ist euer Verderben. Vernichten! Angriff!
So, jetzt greifen wir die hier immer an. Elefanten! Start klar! Die Elefanten dürfen hier das Lager einnehmen. Dieser Elefant kämpft hier ganz gut. Wir stampfen einmal. Sehr schön. So, so langsam habe ich, glaube ich, den Dreh mit den Elefanten ein bisschen raus. Wir hätten jetzt hier vielleicht noch einen weiteren Elefanten hintun können. Aber die nehmen ja auch ganz gut das Lager ein. Das ist ja auch nicht schlecht. Dann lenken wir die Feinde auf jeden Fall gut ab. Oh, aber unser Elefant ist gleich tot. Wir müssen nochmal stampfen. Ja, schade. Stampfen haben wir leider nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ich hoffe, unsere Verbündeten kommen jetzt gut voran. Die Feinde werden jetzt versuchen, hier vorzurücken und zu unseren Elefanten zu gehen. Elefanten! Elefanten! Ja, er hat recht, die erobern viel zu langsam, die Elefanten. Laufschritt! Ich werde tatsächlich hier mal mit einem nochmal zurücklaufen. Da verlieren wir natürlich jetzt auch wieder Fortschritt. Das Problem ist, wir haben hier eine Übermacht gegen uns. Vielleicht sollte ich tatsächlich mit beiden Elefanten angreifen. Ich glaube, das wäre schlau, ja, weil der nimmt viel zu langsam ein. Oh, wartet mal, hier kommt eine feindliche Einheit. Die versuchen wir jetzt mal zu bekommen. So, kriegen wir hier noch eine Stampede hin, ordentlich. Der Feind greift unser Lager an! Elefanten! Bringt sie um! Wärt ihr nicht lieber reich als tot? Macht euch Gold! Das sind irgendwo aber Fernkämpfer auch. Elefanten! Elefanten! Ich werde nicht jünger! So, hier. Machen wir aber hoffentlich ordentlich Schaden. Elefanten! Vernichten! Wir machen hier nochmal Gebrüll. Elefanten. Ja, jetzt machen wir aber ganz guten Schaden, glaube ich. Ja, hier kommen weitere Feinde jetzt leider. Wir werden hier gleich überrannt. Töten. Vernichten. Das bringt uns nicht weiter. Ja, verdammt. Worauf genau warten wir? Habt ihr profitable Alternativen erwägt? Töten! Ich werde nicht jünger! So, wir verbessern nochmal unsere Einheit. Wir machen hier nochmal Gebrüll. Und den einen Elefanten haben wir leider verloren mit Hastroball. Und wir machen jetzt nochmal so eine Stampede. Nicht Stampede, einmal. Wir versuchen hier mal fliehen zu können, ein bisschen. Elefanten! Ja, aber die feindlichen Elefanten können uns einholen, vielleicht. Wir schauen einfach mal, wir versuchen immer weiter geradeaus zu gehen. So schnell sind sie auch wieder nicht. Klar, die können ein bisschen bei uns reinschießen. Aber wir können versuchen, zu unseren Verbündeten vorzurücken. Und ich hoffe, die haben hier ganz gut Erfolg. Wir werden auf jeden Fall hier schön verfolgt von allen Feinden. Schaut euch das an, das ist ein riesiger Tross von Feinden, die uns verfolgen. Aber derzeit sind wir 3:1 überlegen. Unser Lager wurde von unseren Verbündeten gut verteidigt. Wir haben die Feinde sehr gut abgelenkt. Wir bräuchten jetzt eigentlich Fernkämpfer, die uns helfen. Elefanten! Ich mache nochmal Stampede, dann sind wir nochmal ein bisschen schneller. So, und dann schauen wir mal weiter. Elefanten! Tod! Töten!
So, jetzt habe ich mich kurz mal auf den Chat konzentriert. Jetzt läuft es ja wieder ganz gut mit den Elefanten. Wir stampfen hier nochmal. Und jetzt ziehen wir uns nochmal schnell zurück. Weil der feindliche Elefant kommt. Hehe. Ich weiß schon, der will uns angreifen. Das lassen wir aber nicht zu, weil hier kommen unsere Verbündeten. Das sieht nämlich sehr gut, finde ich, für uns aus bis jetzt. So, jetzt können wir wieder vorlaufen. Und können die Feinde verfolgen. Wo wurde jetzt angepinkt? Wir werden versuchen, die mal hier zu verfolgen. Ja, die laufen uns ein bisschen in den Weg. Was soll denn das? So, das ist jetzt hier das Elefantenrennen, Freunde. Sollen wir schon eine Stampede wagen? So, jetzt greifen wir von hinten an. Dann erledigen wir halt erstmal noch die paar da. Wer schießt denn da? Ach, da sind noch zwei, drei Schützen. Naja, die machen nicht viel Schaden. Wir verfolgen jetzt nochmal den feindlichen Elefanten. So, wir stampfen jetzt auch nochmal. Jetzt haben wir ihn erledigt. Sehr gut. Sehr schön. So, den einen hier werden wir wohl noch erledigen. Unsere Verbündeten fliehen. Lauf! Dafür fliehen wir nicht. Und sind derzeit Platz 2. Das ist mal eine sehr erfolgreiche Schlacht mit Elefanten. Ich habe euch ja gesagt, ich lerne noch hinzu. Und wir gewinnen das jetzt hier. Und waren endlich mal sehr erfolgreich mit Elefanten. In diesem wunderschönen Video. Übrigens, ich habe auch jetzt hier mal ein neues Aufnahmeprogramm verwendet. Ihr könnt mir gerne mal schreiben in die Kommentare, ob die Qualität im Vergleich zu den vorherigen Total War Arena Videos besser geworden ist. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. So, hier wird gekämpft. Aber wir sind schon in der Überzahl. Lang können die sich hier nicht mehr verteidigen. So, jetzt sind wir aber auch im feindlichen Lager nochmal. Wollen auch nochmal ein bisschen mitmischen. Mit unserem einen Elefanten. Lasst uns durch, lasst uns durch. Lasst uns durch. Ich will auch. Ich will auch. So, hopp, weg damit. Erledigt sie. Jawohl. Sieg, Freunde. Durch Vernichtung, nicht mal durch Lagereinnahme, konnten wir hier den Sieg gewinnen. Oh, Clemens, die Rakete hat sehr gut gekämpft auf unserer Seite. 7000 Punkte. Jetzt schauen wir nochmal, wo wir am Ende standen. Das war doch mal eine sehr erfolgreiche Schlacht mit Hasdrubal und den Elefanten. Ich hatte schon Angst, dass ich das nicht hinbekomme, mit denen ganz gut zu spielen. Es ist, glaube ich, wirklich sinnvoll teilweise, sich aufzuteilen mit den Elefanten. Manchmal mit zwei Elefanten zusammen, manchmal mit einem alleine, um besser vielleicht auch agieren zu können. Und vor allem, um die Gefahr zu vermeiden, dass man drei Elefanten auf einmal verliert, wenn man in eine Falle tappt. Wenn dann da plötzlich lauter Speerkrieger rauskommen und Pilerwerfer, dann ist es ja so besser. Und wir haben auch einige, was haben wir hier? In einer Schlacht die meisten Belohnungen für die Flucht geschlagene Einheiten. Sehr gut. Die meisten Belohnungen für Lagereinnahme haben wir auch bekommen. Wir sind Platz 3, das ist, denke ich, ein echt gutes Ergebnis. Hier, dieser Konduktor hat aber auch sehr gut gekämpft tatsächlich als Pilerwerfer. Mit den Wurfspeeren, das ist echt stark, der hat richtig viel Schaden gemacht, deutlich mehr als wir, aber wir waren auch eben in der oberen Hälfte und ich glaube, wir können zufrieden sein. Wir haben insgesamt sogar ein paar mehr Punkte als der Gegner mit den drei Elefanten. Wir haben also anscheinend unsere Sache einigermaßen gut gemacht, vor allem haben wir halt den Gegner teilweise abgelenkt, das wird ja nicht in Punkten aufgewertet. Das war, denke ich, auch sehr wichtig. Jetzt gab es noch einen Stufenaufstieg, wir konnten den Gegner immer
von unseren Verbündeten fernhalten und ihn mit unseren Elefanten gut ablenken, und dann ist er uns hinterhergejagt und in der Zeit konnte er eben nicht kämpfen. Also glaube ich, war das taktisch eine gute Aktion und wir haben es erfolgreich geschafft, dieses Mal mit Hasdrubal und den Elefanten von Karthago die Alpen bei Alpis Graia zu überqueren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich auch über jeden Like für dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns sicherlich bald wieder in der Total War Arena. Vielleicht auch mal, hoffentlich wenigstens, mit anderen YouTubern bald wieder, wie Corny, Mr. Merp oder dem Tante Günner. Das werden wir sehen. Bis dorthin, alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar.